Andreas, die eine Zeit. Hallo? In 3, 2, 1, Start. Alles klar. Ich möchte euch heute Abend meine Internetagentur vorstellen. Und zwar sind wir seit 4,5 Jahren jetzt am Kämpfen in der Bremer Kreativwirtschaft. Wir, das sind einmal Nils, der bei uns die Programmierung macht und heute Abend leider keine Zeit hat, weil er morgen auf einem Festival ein Metal-Konzert geben darf. Und ich, ich mache eher so Gestaltung und Oberflächen und auch wenn die Bilder das jetzt irgendwie anders nahelegen, geht es bei uns im Büro überraschend ruhig zu. Wir versuchen so ein bisschen uns selber ehrlich darzustellen. Wir versuchen unseren Kunden nahezulegen, dass sie ehrlich sind, im Internet authentisch rüberkommen. Und wir versuchen dabei auch so ein bisschen uns den Spaß zu bewahren, gerade dann zwischen den Projekten, wenn wir dürfen. Was wir hauptsächlich machen ist, was wir in den letzten Jahren hauptsächlich gemacht haben, ist für andere Agenturen zu arbeiten. Ich würde jetzt nicht sagen europaweit, es war eine, die nicht in Deutschland war. Da haben wir für verschiedenste Kunden Projekte umgesetzt, mitgearbeitet, mit den Agenturen zusammengearbeitet, für die Sachen umgesetzt, ein paar eigene Kunden und darüber darf ich leider größtenteils nicht reden. Und damit ist eigentlich auch vorbei. Ich möchte eine Sache zeigen, die wir zum Beispiel Ende 2010 gemacht haben. Für die Leute, die so ein bisschen technischer versiert sind, haben wir dann HTML5 Video eingebaut, zum ersten Mal Media Queries gemacht. Das war für eine Berliner Agentur, die für einen Kosmetikhersteller gearbeitet hat. Und das war nicht so großer Spaß, wie sich das vielleicht anhört, weil das alles noch recht neu war damals. Und als wir dann so diesen ganzen Kram am Laufen hatten, haben wir gemerkt, dass bald Weihnachten ist und wir unseren Kunden irgendwie eine Weihnachtskarte oder irgendwas in die Hand geben müssen. Und da haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt irgendwas drucken und dahin schicken, wir machen ja so Internetkram, machen wir die Karte im Internet und haben die über die Adresse personalisiert, sodass jeder Kunde seinen eigenen Text bekommen hat. Und haben uns da eben technisch ein bisschen ausgetobt und so. Das hat man eben, glaube ich, kurz gesehen. 3D-Animationen und so weiter. Und das ist ganz gut angekommen, was uns dazu gebracht hat, das im nächsten Jahr nochmal zu machen. Auch wieder personalisiert. Unten in das Namensschild dann die Namen der Kunden geschrieben. Sie konnten das anklicken und ihre eigene Nachricht abrufen. Ein bisschen mit Animationen rumgespielt. Und dann war auch 2011 zu Ende. Ich weiß nicht, ob es direkt an der Weihnachtskarte lag. Jedenfalls ein Kunde, für den wir 2011 gearbeitet haben und die Seite neu gemacht haben, hat dann angerufen und gesagt, wir haben so Elektronutzfahrzeuge und keiner weiß, was er mit Elektronutzfahrzeugen machen kann. Könnt ihr eine Stadt bauen, wo man sieht, was Elektronutzfahrzeuge für jemanden machen könnten? Und dann haben wir eine Stadt gebaut, wo diese Autos drin rumfahren und man die anklicken kann und sich informieren kann, was man damit machen könnte. Das läuft auf so, also das sieht man hier nicht so, das sind irgendwie 42 Zoll Touchscreens und das läuft auf Messen und da kann man dann Videos sehen, wie man mit so einem Müllwagen dann rumfahren kann. Dann war die ganze Aufregung bei uns abgebaut und dann konnten wir uns langweiligeren Dingen zuwenden. Das ist ein Startup aus Berlin, das Blumenabos verkauft. Da haben wir weder die Gestaltung gemacht noch die Oberfläche, da haben wir einfach die langweiligen Teile gemacht. Da haben wir das mit Kreditkartenbezahlung und wiederkehrende Krempel, der also wirklich nicht sonderlich spannend ist, gemacht. Am Ende des Jahres war dann wieder Zeit für unsere Weihnachtskarte. Da haben wir den betrunkenen Weihnachtsmann, der seine letzten Pakete zustellen muss, umgesetzt, sodass 5 Pakete in diesen Schornstein geworfen werden mussten. Man kann gegen den Mond schießen und irgendwie um die Erde rum. Was man so macht, wenn man dann irgendwie ein bisschen losgelassen wird. Am Ende konnte man Bildschirmfotos speichern und das haben auch viele gemacht und das im Internet geteilt. Und es saßen Leute davor, die offenbar wirklich viel Zeit hatten. Das hat dazu geführt, dass das Smashing Magazine auf uns aufmerksam geworden ist, gesagt hat, hier, kommt da mal vorbei, und plötzlich war unser Server voll. Und jetzt
noch zu ein paar Sachen, die wir aktuell so machen. Das ist das Projekt, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Und zwar für Werbeagenturen, die Tests durchführen wollen mit wirklichen Usern, bauen wir eine Datenbank auf, wo sich mögliche Probanden anmelden können, die ein bisschen Geld dazu verdienen wollen, mit dem Ausprobieren von Internetseiten. Und Agenturen, die keine Lust haben, ihren Freundeskreis zu rekrutieren oder selber an Unis rumzustehen und die Leute einzusammeln. Also wenn ihr eine Agentur seid oder jemand, der mal ein bisschen Geld verdienen möchte, weil er auf einer Internetseite rumklickt, usevalue.de, das war die Werbung. Dann habe ich noch ein bisschen Werbung zu machen. Und zwar haben wir jetzt gerade vom Club Dialog die Seite und die App übernommen und dafür gesorgt, dass ein paar Fehler in der App verschwunden sind, sodass man sein Kreativprofil auch wieder speichern kann, dass man das aktualisieren kann. Und ja, dann bitte geht darauf, aktualisiert eure Profile. Und jetzt habe ich immer noch eine Minute. Ne? Weihnachten? für dieses Jahr haben wir noch keine Pläne. Also wir haben jedenfalls noch nicht so richtig angefangen. Wir haben ein paar Ideen. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass wir nicht so richtig wissen, ob wir wieder so viel Zeit haben wie letztes Jahr, um so einen Quatsch zu machen. Aber irgendwas müssen wir uns wohl einfallen lassen. Das haben wir uns jetzt eingebrockt über die letzten Jahre. Ja, dann habe ich immer noch 35 Sekunden, bin aber fertig. Dankeschön.